Ich bin heute bei Frau Beate Bahner. Sie hat ein neues Buch geschrieben, WHO-Pandemievertrag. Beate, viele haben keine Ahnung, was dieser WHO-Pandemievertrag ist. Kannst du erklären, was ist dieser Pandemievertrag und was steckt dahinter? Es steckt dahinter, dass manche Organisationen behaupten, wir müssten immer mit Pandemien jetzt rechnen. Pandemien seien sozusagen die größte Gefahr, denen wir Bürger oder auch die ganze Welt, der ganze Planet ausgesetzt seien. Und um uns davor zu schützen, will man dem Generaldirektor der WHO, das ist jetzt der Herr Tedros, ein Äthiopier, die Vollmacht, die Befugnis geben, Pandemien auszurufen. Der Pandemiebegriff ist sehr ausgedehnt worden. Im Grunde könnte alles eine Pandemie sein, jeder Schnupfen. Global die Pandemie auszurufen, auch regional, temporär, aber auch Pandemie-Warnstufen auszurufen, nach dem Motto, nach der Pandemie ist vor der Pandemie, sollen wir immer mit Pandemien rechnen müssen. Und der Pandemievertrag, der das erst einmal behauptet, sagt, aber schützen können wir euch dann, wenn ihr ganz viel Pandemieprodukte kauft. Masken, Impfstoffe, Testungen. Das heißt, das, was man bis jetzt auf nationaler Ebene getan hat, Ausrufen von Pandemien, das war jetzt, soweit ich es so verstehe, bis jetzt auf nationaler Ebene möglich. Zum Beispiel, wir haben Bundesgesundheitsministerium gehabt mit RKI und die haben im Endeffekt entschieden, okay, jetzt liegt eine Pandemie vor, jetzt müssen wir Maßnahmen ergreifen. Und ab jetzt wird es so sein, dass WHO befähigt ist oder ermächtigt wird, Pandemien auszurufen. Und auf der nationalen Ebene muss man die Rechte beschränkt werden, genau. Also die schon Corona war nicht von Deutschland ausgerufen, sondern war gesetzlich im Infektionsschutzgesetz so beschrieben, wenn die WHO eine Pandemie ausruft, dann rufen wir die auch aus. Also das ging schon auch, Corona hing schon an der WHO. Und das soll jetzt mehr oder weniger wirklich verpflichtend und bindend werden. Und in der Tat, wenn die WHO behauptet, wir haben hier in Deutschland oder in Baden-Württemberg oder im Raum Heidelberg eine Pandemie, dann könnte das Gesundheitsamt jetzt nicht mehr sagen, stimmt gar nicht, wir haben hier keine Pandemie. Das ist etwas, was ihr behauptet, aus eurer Modellrechnung vielleicht auch ableitet, aber das ist nicht zutreffend. Dieses Recht hätte tatsächlich dann ein deutsches Gesundheitsministerium, ein RKI oder auch hier ein Gesundheitsamt in Baden-Württemberg nicht mehr. Das heißt, was bisher auf Empfehlungsbasis war, soll jetzt verpflichtend werden. So ist es, genau. Das heißt, wir haben jetzt auch, oder andersrum gefragt, wir hatten ja auch was in Corona-Zeit, auch die Möglichkeit gehabt, vor Gericht zu gehen, zu klagen. Weg war ja lang, das ist ja klar. Und meistens erfolglos, muss ich sagen. Ja, aber haben wir jetzt, wenn dieser Vertrag unterschrieben wird, haben wir die Möglichkeit, auch diese rechtlichen Wege oder vor Gericht zu gehen. Haben wir diese Möglichkeiten noch oder ist es alles abgeschafft? Nun, theoretisch hätten wir diese Möglichkeiten eigentlich schon noch, aber wir haben mit Corona gesehen, dass die Gerichte alles nachplappern ohne eigene Aufklärung, was das RKI oder gar die WHO sagt. Wir haben ganz häufig gelesen, ja, und in Afrika gab es 20.000 Infektionen, also um eine Quarantäne hier im Bayerischen Wald zu begründen. Ja, so. Also wer als Gericht so etwas nachplappert, der hat eigentlich sich schon selber delegitimiert, meines Erachtens. Aber schon Corona, das kann ich wirklich als Anwältin mit Hunderten von Verfahren, muss ich das leider sagen, schon Corona hat gezeigt, dass eigentlich hier unsere Gerichte nicht mehr eigenständig prüfen. Also weder damals die Entscheidungen der Corona-Verordnungen oder der Quarantäne-Anordnungen oder der Test-Anordnungen, was auch immer. Das wird natürlich im Zweifel schlimmer werden. Sie werden noch mehr sagen, es ist ein Befehl von der WHO, wenn die WHO das sagt. WHO ist sozusagen Gott oder Allah oder wie auch immer und dem dürfen wir uns nicht widersetzen. Damit müssen wir noch mehr rechnen. Aber das steht so natürlich in dem Pandemievertrag und in den IHR nicht drin. Geplant war aber jedenfalls die Streichung der Beachtung der Grundrechte, Menschenrechte.
bei der Durchsetzung von Quarantänemaßnahmen. Das geht natürlich gar nicht. Das wurde auch abgelehnt, aber da uns noch kein neuer Entwurf sozusagen vorliegt, der auch verhandelt wird, der als letzter Entwurf in die Verhandlung gegeben wird, kann ich nicht sagen, ob das noch immer gestrichen ist oder da und dort wieder reinkam. Im Zweifel zeigt es aber die Gewichtung oder die Abwertung oder gar die Vernichtung von Rechten und Grundrechten und letztendlich des Rechtsstaats und rechtsstaatlicher Prinzipien. Das heißt, die Verantwortung wurde ja bis jetzt in Corona-Zeit immer weitergegeben an RKI, aber es war immer noch auf diese nationale Ebene. Ja. Und jetzt wird es noch eine Ebene nach oben, dann hat man übertragen ja. auf der WHO-Ebene und dann können im Prinzip die Verantwortlichen im einzelnen Ländern sich zurücklehnen und sagen, okay, ja. für diese Maßnahmen können wir nichts. Sind wir nicht verantwortlich. Wir sind nicht verantwortlich und es wird uns vorgegeben. Und wer entscheidet im Endeffekt? Du hast gerade eben den WHO. Er allein, ohne jedwede Kontrollinstanz. Was ist das für eine Gruppierung? Wer sitzt da im WHO drin? Also die Weltgesundheitsversammlung jetzt in Genf, die jetzt in diesen Tagen darüber entscheiden soll, aber nicht entscheiden wird, weil es noch nicht entscheidungsreif ist. Das sind zunächst einmal schon die 194 Mitgliedstaaten der WHO, natürlich allen voran Deutschland, plus zwei weitere Staaten, Liechtenstein und der Heilige Stuhl, der Vatikan, sind 196. Das sind schon noch Vertreter der Staaten. Aber du bist es nicht und ich bin es nicht. Es sind natürlich diese Vertreter, die das zumindest für Deutschland umsetzen, was in diesem Pandemievertrag geplant ist. Nämlich Abgabe der Entscheidung über eine Pandemie an den WHO-Generaldirektor, der seinerseits keinerlei sozusagen Kontrollinstanz unterliegt und das allein herrschaftlich bestichen kann. Sind das Wissenschaftler, sind das NGOs? Sagt man? Na, also man muss wissen, dass die WHO zu 85% inzwischen wirklich privat finanziert ist und der private Spender auch tatsächlich das Recht hat, ja, wer zahlt bestimmt, zu sagen, das geht in eine Impfkampagne, das geht nicht in sauberes Wasser oder in Toiletten. Und das sind ja Milliarden, die jedes Jahr gebraucht werden. Die WHO hat allerdings noch mehr verlangt. Ich glaube, die verlangt eine Verdreifachung ihres Budgets. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich 70-80% in die Verwaltung gehen und nur 20-30% überhaupt in medizinische Maßnahmen. Sicherlich nicht in das, was jetzt passiert ist bei der letzten angeblichen Pandemie, weil dafür soll ja extra sozusagen Geld aus den Staaten herausgemolken werden. Aber es sind private Institutionen und dahinter steht Pharma, Pharma, Pharma. Bill und Melinda Gates ist eine Pharma-Stiftung. Wellcome Trust ist eine Pharma-Stiftung. Dahinter steht der heutige Riesenkonzern GlaxoSmithKline. So, ein englischer Trust oder eine Stiftung. Es gibt Regierungen, es gibt Koalitionen, Gavi, CEPI, Impfallianzen, Epidemieallianzen. Das ist wirklich ein bisschen Kraut und Rüben. Manche sind nur Non-State Actors, also nichtstaatliche Akteure, Unternehmen und Stiftungen, andere, da sind auch Regierungen mit dabei, weil sie sich inzwischen auch wirtschaftlich engagieren. Der Staat ist jetzt beteiligt an der Deutschen Bank und an BioNTech und macht nicht mehr nur sozusagen Verwaltung, Exekutive, sondern er ist mit ein Aktionär und ein Akteur. Das macht die Sache ja so ungeheuerlich und auch so schwierig. Das heißt, im Endeffekt legen wir unsere Grundrechte, unsere Freiheitsrechte, eine Institution, der finanziert wird von Privatunternehmen, von Pharmaunternehmen. Ja. Und ohne, dass wir eine Möglichkeit haben, rechtsstaatlich Einfluss drauf zu nehmen. Das heißt, wir könnten im Endeffekt nicht hingehen und sagen, okay, wir wählen diese Person, sondern die werden ja auch oberste Ebene gewählt. Und reingeschieft. Oder entschieden, wer da jetzt reinkommt. Ob wir einen Herrn Tedros wählen würden,
einen Herrn Tedros, der des Völkermords, des Hundertfachen beschuldigt wird. Das ist der Generalsekretär der WHO. Das ist der jetzige Generaldirektor der WHO aus Äthiopien. Okay. Der war jahrelang, über 12 Jahre lang Minister einer als Terrororganisation qualifizierten Partei. Ja, die es jetzt nicht mehr gibt, aber es ist eine kommunistische Terrororganisation. Mhm. Und ihm wird hundertfacher Völkermord an Minderheiten in Äthiopien vorgeworfen. Die wurden auch wirklich umgebracht, friedliche Demonstranten bei Demonstrationen. So, einen solchen Politiker würden wir, wenn wir es direkt wählen, sicherlich nicht wählen, um ihm unsere Gesundheit anzuvertrauen. Aber allein diese Personalie, ja, des Herrn Tedros zeigt den gesamten Geist der WHO, der wir leider nicht mehr vertrauen können. Wenn ich es verniedlichen will, dann würde ich sagen, es ist eine kriminelle Räuberbande. Es ist aber wirklich verniedlicht. Es ist leider eine verkrebste kriminelle Unterwanderung der WHO, die eigentlich zumindest in ihrer WHO-Verfassung hehre Ziele hat. Ob sie schon immer das vorgeschoben hat, kann man schon vermuten. Ich zitiere mal kurz den ersten Generaldirektor der WHO, der im Jahre 1948 gesagt hat, das, was ich nach dem Studium und nach der Analyse dieser Rechtsvorhaben, wozu ich auch komme, es geht nicht um Gesundheit, schon gar nicht um die Gesundheit der Menschen, der Bürger, sondern es geht um Geld, Macht, Kontrolle. Was sagt der erste Generalsekretär Brock Chisholm, ein Kanadier, 1948? Niemand kann über die Zukunft der Menschheit nachdenken, ohne anzuerkennen, dass eine Art Weltorganisation, eine Art Weltregierung oder Weltkonföderation sowohl unvermeidlich als auch wünschenswert ist. Dazu dient die WHO, dazu dient der Pandemievertrag natürlich dann, nächste Stufe, auch die UNO. Das ist alles, wäre schön, wenn wir redliche Menschen hätten, die uns führen. Ein Tedros ist das Gegenbeispiel dafür und von einem solchen wollen sich redliche, loyale, gutgläubige, vertrauenswürdige Menschen, glaube ich, nicht führen lassen. Auch nicht in einer Weltregierung, die wir auch nicht wollen. Also summa summarum, Pandemievertrag an WHO-Pandemievertrag, nicht gut für unsere Demokratie, nicht gut für unsere Menschenrechte und Grundrechte und Freiheitsrechte. Nicht gut für gar nichts und für erst nichts. Recht nicht für unsere Gesundheit, weil im Falle eines Fake, eines pandemischen Zustands die ganze Arzneimittelsicherheit außer Kraft gesetzt wird. Man kann dann wieder in ein paar Tagen Impfstoffe auf den Markt werfen, ohne Studie und nichts. Damit laufen wir erneut Gefahr der Nebenwirkungen des Todes. Das ist auch eine der Folgen. Nicht gut für uns. Das ist ja, war ja auch die letzten paar Jahre auch nicht alles gut, was die, welche Maßnahmen da ergriffen worden sind. Ja. Kommt dieser Vertrag zustande? Nicht jetzt. Nicht jetzt. In dieser Woche. Beides nicht. Auch die IHR 2005, deren Verschärfung sehr wahrscheinlich nicht. Aber sie werden dranbleiben. Achtung, die Kuh ist noch lang nicht vom Eis. Die Gefahr ist nur vorläufig sozusagen etwas gestoppt, aber sie ist keinesfalls endgültig gebannt. Wir haben immer noch Chancen, uns dagegen zu wehren. Wir haben immer noch die Pflicht. Wir haben verdammt die Verantwortung und die Pflicht, uns dagegen zu wehren. Das machen wir. Machst du an vorderster Stelle. Also, wer sich informieren will, der WHO-Pandemie-Vertrag von Beate Bahner. Kaufen, informieren. Weiter schenken oder leihen. Und jedem sagen, wenn du es gelesen hast, in einer Woche weitergeben, weiter leihen und jeder, der es liest, soll es wieder weitergeben. Und nicht nur das, sondern auch sich aktiv engagieren und gegen Raub unserer Freiheiten vorzugehen. Und in die Kommunalpolitik gehen oder die richtigen wählen. Okay.